Hallo zusammen, die ersten von uns sind schon da, das ist doch super. Ich begrüße euch zum vierten Tag, zum fünften Gespräch von der Informationswoche Gesundheitsprüf. Schön, sind ihr dabei oder trudelt noch ein. Ein paar haben es ganz pünktlich geschafft, ein paar kommen noch dazu, das ist doch super so. Genau, mein Name ist Julia Stahel, ich bin Laufbahnberaterin Gesundheitsprüf am BIZ Oerlikon und werde heute mit der Emma reden. Nachdem wir bereits zwei Fages hatten, wo der Leard im Alters- und Pflegezentrum Schmidhof schafft und die Angela aus der Mühlehalde, wo sie mit Blinden und Sehbehinderten schafft, haben wir heute jemanden, der an ganz vielen verschiedenen Orten arbeiten, nämlich die Emma, die in der Spitex ist. Genau, sie ist schon in den Startlöchern. Ich hole sie jetzt dann gerade dazu, bis sie da ist. Und natürlich wollte ich lieber eure Fragen stellen als meine Fragen. Das heisst, nützt heute ganz fleissig den Fragebutton. Da bist du ja schon. Hoi Emma. Hoi zusammen. Schön, hast du dir die Zeit können nehmen, hierher zu kommen. Genau. Es sind immer noch Leute am Eintrudeln, aber ich denke, wir legen einfach gerade mal los. Willst du dich als erstes mal vorstellen? Ja, sicher. Also, hoi zusammen, ich bin Emma Vlasaliu und ich bin im zweiten Lehrjahr bei der Spitex. Sehr schön. Genau, kurz und bündig vorgestellt. Ja. ich habe gedacht, wir haben jetzt ja dich, du bist die dritte Frage, die da ist. Und darum starten wir mal nicht mit wie bist du auf den Beruf gekommen, sondern wir starten gerade mit drin bei deiner Arbeit. Genau da. So sieht man uns noch ein bisschen besser. Genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Arbeitsalltag. Vielleicht gerade das letzte Mal, wo du geschafft hast, wie hat dein Tag ausgesehen? Gut, also am Mittwoch. Ich komme so auf die 6:50 in unser Spitex-Zentrum rein, mache mich ganz entspannt parat und um 7 Uhr fängt dann mein Arbeitsalltag an. Ich gehe auf in unser Teambüro und dort haben wir dann immer so einen Tagesplan, wo drauf steht, welche Kunden wir heute haben. Und nachher, ja, geht's schon los, machen wir unsere Materialien parat. Je nachdem schauen wir, ob es noch irgendwelche Schlüssel hat, die wir mitnehmen müssen. Nachher legen wir uns an, gehen aufs Velo. Ja, und dann geht das immer so weiter, dass wir zu einem Kunden heimgehen, unsere Interventionen dort machen, rausgehen zum nächsten Kunden. Ja. Gut. Und am Nachmittag bin ich als Lernende dann noch im Zentrum, damit ich einfach genug Zeit habe, um meine Lernjournal zu schreiben, Ämtli machen. Ja. Gut, das werden wir natürlich alles noch ein bisschen genauer wissen. Du hast gesagt, ihr geht zu den Kunden, bist du immer mit jemandem zusammen? Im ersten Lehrjahr ist es das so, dass man immer mit jemandem zusammen unterwegs ist. Dann im zweiten Lehrjahr fängt es so ein bisschen an, dass man einmal in der Woche, zweimal in der Woche alleine unterwegs ist. Und nach dem dritten Lehrjahr ist man dann hauptsächlich alleine unterwegs. Ja. Okay, und jetzt bist du im zweiten Lehrjahr, gell? Ja, genau. Das heisst, du bist jetzt auch schon ein-, zweimal oder noch ein bisschen mehr allein unterwegs gewesen, oder? Ja, genau. Was hast du lieber? Am Anfang war es ein bisschen komisch, alleine unterwegs zu sein, weil die ganze Verantwortung ist auf einem selber. Und es ist halt schon cool, irgendjemanden dabei zu haben, mit dem man schwätzen kann, dies, das. Aber ich mache beides sehr gerne. Was machst du denn jetzt, wenn du mal nicht mehr so genau weißt, was du zu tun hast? Wenn ich nicht genau weiss, was ich zu tun habe, dann rufe ich dann meistens noch im Büro an. Mhm. Also wenn ich mir wirklich ganz unsicher bin und nicht weiss, ob ich das machen darf, rufe ich im Büro an bei uns und frage sie, hey, was soll ich machen? Ah, super. Also du bist zwar allein vor Ort, aber doch irgendwie nicht ganz allein. Genau, ich habe immer jemanden im Hintergrund, der noch vorbeikommen kann, super. Und mir helfen kann. Genau, du kannst selber ein bisschen sagen, wie viel Hilfe das du brauchst. Ja, genau. Gut. Genau. Super. Und dann hast du gesagt, dann mache ich meine Interventionen. Ja, was genau. Was ist denn das, was du dort machst? Also erzähl doch mal, weißt du, wie du zu einem Kunden reinkommst, also wie kommst du überhaupt rein, begrüßt ihn, ja, was machst du mit ihm, bis du hier gehst? So. Okay, also
je nachdem, ob sie einen Schlüssel bei uns haben, weil sie nicht mehr alleine aufstehen können, um die Türen für uns aufmachen, haben wir einen Schlüssel, um dort reinzukommen. Oder sie können das noch alleine machen. Oder wir haben da so kleine Schlüssel-Saves, die dann im Briefkasten sind. Und für das haben wir dann einen Code. Und dann machen wir den auf, kommen rein in die Wohnung, begrüßen sie erstmal, jetzt vor allem bei der Corona-Zeit, ganz wichtig, dass man schon vorher eine Maske anlegt. Dann kommen wir rein, begrüßen sie, dann erstmal unseren Rucksack abstellen, uns parat machen, die Spitzengeschirrze anlegen, Überziehschüle, Hände desinfizieren. Ja, dann haben wir HPP, nennen wir das, das ist eine Hilfspflegeplanung. Und dort steht drin, zum Beispiel Montag duschen. Und nachher ist der ganze Ablauf vom Duschen erklärt, wie das der Kunde haben möchte. Ja. Und also der steht drin, er will gerne mit 30 Grad warmem Wasser duschen und er hat gerne so ein rotes Tüchli, oder was steht da drin? Nein, zum Beispiel, wenn sie Hilfe brauchen, zum Reingehen in die Badwanne, eventuell, dass man noch ein bisschen dabei unterstützen tut, einfach Sicherheit geben am Kunden. Ja. Ja. Und musst du das immer nachschauen oder weißt du das manchmal auch, einfach weil du immer zu den gleichen Kunden gehst? Ab und zu, also bei den gewissen Kunden, wo ich jetzt schon ein paar Mal drin war, weiss ich schon, was vorkommt, aber trotzdem zur Sicherheit schaue ich trotzdem also gerne noch dort rein, einfach damit ich weiss, dass ich es wirklich am Machen bin. Das ist, okay. Ja, genau. Gut, und eben, jetzt hast du gesagt, nimmst du die HPP für die Hilfspflegeplanung. Ja, genau. Genau. Und nachher legst du mal los wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also dann gehst du duschen mit dem Bewohner, also unterstützt ihn beim Duschen, so wie er es braucht, oder machst du noch andere Sachen? Ja, sicher. Wir machen auch viele medizinaltechnische Sachen, die man eigentlich von der Spitex nicht so erwartet. Blutdruck messen, Blutzucker messen, Stützschimpf anlegen, haben wir auch sehr oft. Ja, beim Essen ab und zu muss man zum Beispiel bei den Dementen in ein Essen parat machen, daran erinnern, zu essen, zu trinken. Ab und zu, wenn man merkt, das tut dem Kunden gut, tun wir auch mal mit dem Kunden absitzen, wenn wir noch genug Zeit haben, und mit dem Kunden reden. Okay. Und wie lange bist du eigentlich so bei einem Kunden? Je nachdem, was wir gerade machen müssen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Verbandswechsel ist, dann ist man dort schon am eine Stunde, eineinhalb Stunden drin. Aber wenn zum Beispiel einfach Duschen angesagt ist, dann gehen wir eine halbe Stunde, 45 Minuten und dann ist man draußen. Okay, also genau, wir haben nämlich schon eine erste Frage, die gut zu dem passt. Und bevor du sie beantwortest, mache ich noch schnell meinen Werbeblock für die Fragen, weil es geht ja heute vor allem nicht um meine Fragen, sondern um die von euch Zuschauer. Also dürft ihr gerne alle Fragen, die ihr habt, unten über den Fragesticker, das ist so eine Sprechblase mit einem Fragezeichen drin, über den dürft ihr es ganz gerne stellen, dann stellt ihr nämlich die Fragen, die wirklich euch interessieren. Und ich gebe sie einfach weiter an Emma. Das Ziel von heute ist ja, dass ihr den Beruf oder den Alltag von Emma viel besser könnt kennenlernen und herausfinden, ist das vielleicht auch etwas für mich, was macht man denn da eigentlich genau als lernende VAG? Genau, so, jetzt kommt deine Frage. Siehst du sie? Ja. Wie viele Kunden habt ihr circa am Tag? Ganz unterschiedlich. Also meine Berufsbildnerin, wenn ich zum Beispiel alleine unterwegs bin, schaut sie ja vor allem darauf, dass ich genug Zeit habe, keinen Stress habe. Dann sind es mal so 3-4 am Morgen. Wenn ich dann das zweite unterwegs bin, mit jemandem, der ausgelernt ist, dann sind es ab und zu 5-6. Und wenn es mal wirklich ganz am strengen Tag ist, wenn zum Beispiel gerade eine Krankmeldung reinkommen ist, dann müssen wir das natürlich am Morgen dann auch schauen, wer das übernimmt und so. Ja. Also so bei den Ausgelernten so 5-6-7 am Morgen. Okay. Ja. Und die einen duschen dann einfach erst so am 11-12 oder erst am Nachmittag, wenn weil ihr müsst ja bei allen duschen gehen, oder? Ja, genau. Wir haben die Kunden, wenn sie zu uns neu in die Spitex kommen, machen dann die Diplomierten wie ein Eintritt. Und nachher fragen sie auch, was ihre Toleranzzeiten sind. Und zum Beispiel gibt es manchmal ein paar von 8 bis 9, von 8 bis 10, 9 bis 10.
Und in dieser Zeitspanne sollten sie daheim sein, weil sie uns erwarten können. Okay, super. Genau, jetzt hat noch mal jemand gefragt, wo man Fragen stellen kann, nämlich ganz unten. Hat sie so einen Frage-Button. Also es ist so eine Sprechblase mit einem Fragezeichen drauf. Dort draufklicken und dann kann man sie stellen. Genau. Und wir haben ein paar, die den gefunden haben. Darum machen wir da mal weiter. Wie schnell ist jemand vor Ort, wenn es einen Notfall gibt? Zum Beispiel, wenn jetzt du reinkommst und jemand ist gestürzt. Ganz schnell. Also man kann dort einfach wirklich gerade anrufen. Mhm. Also wenn ich jetzt dort reinkomme und gerade jemanden am Boden sehe, dann rufe ich gerade jemanden an, hey du, kannst kurz da hinkommen, es ist mir gerade jemand gestürzt. Und wenn ich die Person nicht alleine aufnehmen kann, dann ist eigentlich, ja, unser Quartier ist jetzt nicht so gross. Ich kann auch schauen, wer gerade in der Nähe ist, einfach anrufen. 3, 4, 5, 6 Minuten. Okay, also du bist wirklich, weil du in der Stadt bist, auch in der Nähe beieinander. Ja, genau. Du hast immer Hilfe beieinander. Genau. Genau. Eine Frage ist noch in den Kommentaren drin. Macht der Job Spass? Mir persönlich macht es mega Spass. Ich habe auch gefunden, also ich habe so wie die Spitex für mich gefunden. Es ist etwas, was ich sehr gerne mache, eben das mit dem Velofahren, draußen sein, drin sein und nicht einfach auf einer Abteilung so zu sein. Okay, wir haben nämlich gerade die passende Frage auch noch da. Was gefällt dir am meisten an deinem Beruf? Ja, das Velofahren. Okay. Okay. Aber so mein Beruf ist wirklich mit den Menschen zusammen sein, in guten sowie auch in schlechten Zeiten, dass ich sie unterstützen kann, vor allem wenn ich zum Beispiel weiss, dass irgendjemand bei der Körperpflege nicht selbstständig ist. Dass ich dieser Person helfen kann und wie mit einem guten Gewissen rauskommen, ja, ich kann dieser Person jetzt helfen können, so ein bisschen. Okay. Und hat es Sachen gegeben, die dir wie am Anfang mal Mühe gemacht haben? Am Anfang, also der Tod hat mir mega Mühe gemacht. Mhm. Weil das kommt auch schon ab und zu vor, weil wir auch ältere Kunden haben. Also wir haben ganz verschiedene Altersgruppen, aber jetzt spezifisch auf die älteren Leute. Der Tod hat mir am Anfang sehr Mühe gemacht, aber man kann dann auch im Team zusammen darüber reden, mit der Berufsbildnerin. Ja, und dann langsam tut man es wie lernen. Wie man mit Zell umgehen. Ja, genau. Mhm. Und also, ich nehme an, du erlebst den Tod ja meistens nicht direkt, sondern du pflegst Leute, die einfach nahe am Tod sind und irgendwann sind sie gegangen, oder wie ist das? Ja, genau. Also mir ist das jetzt zum Glück noch nie passiert, dass wir irgendwie während der Pflege tot umgekippt sind. Ja. Aber ja, also das kommt, halt, glaube ich, auch selten vor, oder? Ja, das kommt selten sehr vor. Sehr selten vor. Sehr selten, ja, genau. Okay. Mhm. Aber dann kommt meistens die Mitteilung, wir haben dann so ein Büchlein bei uns, wo dann drin steht, in unserem Gang, wo dann drin steht, ja, Herr oder Frau sowieso ist an dem und dem Datum gestorben und wieso sie gestorben sind. Ja, dann kann man dort auch unterschreiben. Mhm. Und das hilft ein bisschen, um es zu verarbeiten? Mal, es hilft auch ein bisschen, auch, dass man dann einfach kurz ein bisschen Zeit nimmt, um über die Person nachzudenken, um so ein bisschen auch über die guten Sachen nachzudenken. Ja. Magst du dich an den ersten Eintrag in dem Buch erinnern, wo du jemanden wirklich kennt hast? Ja. das war im ersten Lehrjahr, gerade nach meinen Winterferien. Mhm. Ich bin dort am ersten Tag nach der Ferien reingelaufen und ich sehe im Büchli, Frau sowieso ist gestorben. Ich war gerade noch vor der Winterferien dort, dies, das. Ja, und nachher war es schon ziemlich ein Schock. Ich musste dann ein bisschen brüllen. Aber eben, dann haben wir auch alle zusammen darüber reden. Ja. Und dann ist, ja, irgendwann ist es wie okay gewesen. Ja, so. Genau. Mhm. Okay, es sind ganz viele Fragen gekommen. Jetzt schaue ich mal, ob das irgendetwas damit zu tun hat. Genau. Ja, ist jetzt nicht mehr eigentlich zu dem Thema mit den schwierigen Sachen. Aber ich denke, wir können wie jetzt mal noch den Spieß umkehren. Gibt es dann auch lustige Erlebnisse bei dir? Ja, sicher, ganz viel. Also eigentlich tagtäglich. Einfach so ein bisschen, ja, Spässchen machen mit den Kunden.
auch im Team zusammen haben wir ganz viele lustige Erlebnisse. Zum Beispiel auch beim Weihnachtsessen. Wir sind zusammen bowlen gegangen. Ja, und es war auch so eine ganz neue Erfahrung, die Leute auch so privat zu sehen. Ja. Sind denn die eigentlich alt, die, die mit dir zusammenarbeiten? Mega unterschiedlich. In unserem Team sind alle so ein bisschen durchgemixt. Es hat mega junge, aber auch so ein bisschen ältere. Aber ja. Wir können alle zusammen super miteinander arbeiten. Super. Jetzt habe ich da wieder ein paar Fragen zu deinem Arbeitsalltag gefunden. Haben ihr immer die gleichen Patienten oder wechselt das nichts? Hauptsächlich wie haben wir eigentlich immer die gleichen, aber nicht jede Person die gleiche, sondern im Team haben wir die gleichen. Und nachher wird das von der Planung, schauen sie dann, wie das aufgeht mit dem Plan. Und nachher haben wir eigentlich ab und zu haben wir 2-3 Tage hintereinander einzelne Kunden, die gleich sind, aber meistens wechselt das jeden Tag ein bisschen. Okay. Also ist nicht Montag Frau Meier, dann Frau Müller, dann der Herr Meier, dann Frau Müller, sondern immer durcheinander. Ja, genau. Okay. Und dann haben wir noch mal eine zu dem Thema. Muss man in der Spitex in der Nacht ausrücken? Also das ist bei uns so mit den Schichten. Wir haben einen Tagdienst vom 7 bis 4 Uhr. Und für das sind eigentlich Mitarbeiter fix angestellt. Und dann haben wir einen Abenddienst vom 5 Uhr bis 10 Uhr. Und die sind auch fix angestellt für den Abenddienst. Und für die Nacht sind dann 4 Spitex-Autos unterwegs. Und die sind auch fix angestellt so. Also wir müssen keine Nachtdienst machen. Ja, genau. Okay. Oder irgendwelche andere Schichten, ja. Und in der Lehre hast du eigentlich immer 7 bis 4? Ja. Okay. Gut, das sind, hat wieder ein neues Nümmerli. Also heisst, es hat neue Fragen. Ich kann mal schauen. Ja. Erzähl uns doch also, von deinem Lieblingspatient. Ich habe es mit allen gut. Es ist jetzt irgendwie nicht irgendjemand, wo ich sage, nein, da gehe ich nicht rein. Aber mein Lieblingspatient, bei ihm gehen wir rein für einen Verbandswechsel. Und er ist ganz ein Lustiger. Er kann reden und reden und reden wie ein Wasserfall. Es hört nicht mehr auf. Und ich habe das irgendwie mega gern. Ab und zu haben wir auch mega spannende Themen bei ihm, über die wir einfach alle zusammen am Diskutieren sind. Ja. Und er ist wahrscheinlich nicht mehr gerade 20, oder? Er ist nicht mehr gerade 20, er ist 75, ja. Ja, und hat darum ganz viele Erinnerungen, die er davon erzählen kann. Ja. Ganz spannende Geschichten, die er uns tagtäglich neues Zeugs erzählt. Genau. Jetzt kommen wir noch zu anderen Patienten. Wie gehst du mit Patienten um, die dement sind? Ich bin jetzt gerade, wir haben 3 Teams in unserem Spitex-Zentrum. Einmal das Helvetia, das ist für die eine Seite vom Kreis 4. Nachher das Hardau ist für die andere Seite. Und nachher noch das Zypresse, das ist das Social Care Team. Und die sind eigentlich für die Dementen zuständig. Durch das ganze Quartier bei uns. Aber so grob gesagt, eben wie ich bin im Helvetia, ich bin noch nicht im Social Care Team. Hast du das noch gar nicht so Demente jetzt? Ja, genau. Mhm. Aber kann das sein, dass du im dritten Lehrjahr dann du ja hast? Ja, genau. Weil ich dort dann auch schon das Wissen dazu habe. Wir haben Demenz auch noch nicht in der Schule gehabt. Okay. Ja, dann frag mich die nächste Jahr wieder. Gerne. Jetzt haben wir da noch einen kleinen Sprachtest. Was machst du nicht so gern? Was ich nicht so gern mache. Ich glaube, es gibt gar nicht irgendetwas, was ich nicht gerne mache. Ich weiß es nicht. Also es kommt mir da nicht gerade irgendetwas in den Sinn, wenn ich sage, nein, das mache ich gar nicht gern. Okay. Ja, ja, also wir werden jetzt auch nicht zu lange suchen. Ist ja schön, wenn dir alles Spass macht. Genau. Jetzt kann man schnell schauen. Wem würdest du diese Lehre empfehlen? Ich würde die Lehre jemandem empfehlen, der
erstmal sich nicht grüßt vor Sachen. Also wo auch offen ist, neues Zeug zu lernen. Und auch einfach von der Persönlichkeit her offen ist und nicht in, also jemand, der so mega schüch ist und nicht mit Leuten reden kann und so Zeugs. Also klar, das lernt man auch währenddessen. Ich bin jetzt im ersten Lehrjahr auch noch nicht so gewesen, also offen und gesprächig mit den Leuten, wie ich es jetzt bin. Aber man sollte schon ein bisschen so ein bisschen, ja. Offen, ein bisschen offen schon sein. Ja, genau, ein bisschen offen okay. sein. Genau. Ich glaube, was gerade noch gut dazu passt, ist, warum hast du die Frage Spitex gewählt und nicht im Spital oder im Altersheim? Am Anfang habe ich noch gar nicht quasi gewusst, was Spitex ist. Das ist ganz per Zufall entstanden von einer Kollegin von meiner Mami. Und dann habe ich mich dort angefangen, so ein bisschen recherchieren über die Spitex. Und nachher habe ich eigentlich gefunden, ist noch etwas ganz Cooles. Nachher bin ich auch zum Schnuppern eingeladen worden, nach dem Bewerbungsassessment. Ja, und nachher habe ich gefunden, ja, das ist etwas für mich, es gefällt mir. Okay. Und bist du einmal im Spital oder im Alters- und Pflegezentrum schnuppern? Oder hast du gefunden, nein, Spitex und das ist es? Nein, ich bin auch im Spital schnuppern gegangen. Ja. Wohl, ich war im Spital, aber die Spitex hat mir trotzdem ein bisschen besser gefallen. So, ja. Mhm. So ein bisschen wegen dieser Abwechslung, hast du vorher gesagt. Ja, genau, wegen der Abwechslung. So ein bisschen mit dem Velo draußen sein und nicht einfach die ganze Zeit an einem Ort sein. Okay. Genau, jetzt muss ich schauen, ob ich da noch gerade etwas habe, das gerade so schön anschließt. Genau. Hast du das schon immer machen oder hast du noch andere Traumberufe gehabt? Ich muss sagen, ich hatte gar keinen Plan, was ich mache. Ich bin... Ja, also einen Traumberuf hatte ich jetzt nicht wirklich gehabt. Aber ich habe einfach angefangen, so ein bisschen schnuppern und rumzuschauen. Und meine Lehrer haben auch gefunden, hey Emma, schau doch mal für VG, es wäre noch etwas für dich. Ja, nachher bin ich auch schnuppern und habe gefunden, mal... Die Lehrer haben recht gehabt. Die Lehrer haben recht gehabt. Genau. Gut. Dann ist da gerade zweimal die Frage gekommen, scheint sehr zu interessieren. Ist es anstrengend? Ja, ab und zu hat es wirklich Tage, wo es anstrengend ist. Aber das ist okay, ich glaube, wie jedem anderen Beruf auch, oder? Genau. Ich glaube, wenn es nicht anstrengend ist, müssen wir mal mit der Berufsbildnerin reden. Wenn es nie anstrengend ist, sagen wir so. Ja, genau. Genau. Jetzt hat es doch noch. Also, jetzt sind wir ein bisschen bei der Berufswahl. Und ich schaue da, ob es da noch etwas dazu hat. Vielleicht das noch. Was sind die Voraussetzungen für diese Lehre? Also, ich würde sagen, gute Noten. Also, A und B ist, glaube ich, gleich. Ich bin jetzt im A gewesen, nicht die besten Noten, so ein bisschen durchschnittliche Noten. Aber eventuell, wenn man im B ist, also in der Sek B, dass man dort gute Noten hat. Ja. Ein paar Sachen hast du ja, wie schon gesagt, dass man sich möglichst offen sein, sich nicht eckeln. Genau, sind so ein bisschen wie die gleichen Sachen, die wir vorher schon ein bisschen hatten. Jetzt, wenn wir bei der Vergangenheit waren, sind wir bis darauf gekommen. Schauen wir mal, willst du auch bleiben? Ja, also mein Plan ist es, so nach der Lehre eventuell noch die BMS machen. Mhm. Weil ich bin jetzt gerade, also ich habe mich entschieden dazu, nicht die BMS während der Lehre zu machen. Und nach der BMS noch die FH zu machen, die Fachhochschule. Und auch in der Pflege dann? Ja. Mhm. So, mein Plan jetzt, ja. Okay. Und dann... Wenn du FH, also die Fachhochschule auch noch gemacht hast, dann immer noch in der Spitex arbeiten? Ja, ich denke schon mal. Also ich werde jetzt im dritten Lehrjahr auch für 4-5 Monate. Sehr wahrscheinlich, wenn das dann mit dem Corona klappt und so, also wenn das Corona vielleicht ein bisschen abschrauben tut, darf ich dann in ein Spital gehen, also in ein Außenpraktikum. Eventuell finde ich mich dort irgendwie wieder und sage, nein, das Spital ist doch voll etwas für mich, aber jetzt gerade ist es noch die Spitex, weil, ja.
Genau. Würdest du auch noch mal in die Pflege gehen, wenn du noch mal wählen könntest? Ist jetzt auch noch gerade reinkommen über die Kommentare. Ja, würde ich machen. Gut. Okay, dann haben wir noch die Frage, in welchem Lehrjahr du bist. Das hast du schon vorher mal gesagt, im zweiten. Es gibt die noch. Was hat man für Fächer in der Schule? Und vielleicht auch so ein bisschen, was ist schwer, was ist einfach? Also im ersten Lehrjahr hat man Berufskunde, Allgemeinbildung und noch Hauswirtschaft. Im zweiten Lehrjahr hat man dann, ist dann die Hauswirtschaft weg, hat man Allgemeinbildung und Berufskunde. Und im dritten genauso. In der Berufskunde lernt man halt so vor allem so ein Biologie, Chronik, halt alles, was mit dem Menschen zu tun hat. In der Allgemeinbildung lernt man eben Allgemeinbildung. So genau, das lernt man ja in allen Lehren irgendwie, oder? Mhm. Und ja, Berufskunde ist das, was nur mehr AGs machen. Ja, genau. Ja, und Hauswirtschaft ist einfach im ersten Lehrjahr, weil das dann auch noch eine Kompetenz von uns ist. Ja. Wie viel Hauswirtschaft machst denn du so beim Arbeiten? Wir haben auch angestellte Hauswirtschaftsmitarbeiter. Aber bei mir, ich habe es jetzt so mit meiner Berufsbildnerin abgemacht, dass ich einmal in zwei Wochen einen Hauswirtschaftseinsatz übernehme, weil ich so wie quasi fix mir gehört. Okay. Mhm. Und da freust du dich drauf, oder nicht? Mal. Ist schon okay. Mal ist schon okay. So, wir haben hier eine ganz spannende Frage. Endlich getraut sich mal jemand, die zu stellen. Kannst du sie lesen? Ja, ist ein bisschen eine peinliche Frage, aber hast du schon mal eine Person nackt gesehen? Du musst nicht beantworten, wenn es unangenehm ist. Ich sehe tagtäglich Leute nackt. Und ist es dir unangenehm oder ist es einfach Alltag für dich? Am Anfang war es vielleicht noch so, okay, so ein bisschen etwas Neues, ich weiß nicht. Aber jetzt ist es langsam Alltag geworden. Ja, es ist okay. Mhm. Also ist jetzt irgendwie nichts von dem, ich sage, nein, ich wollte jetzt niemanden nackt sehen. Ja, es ist einfach so, eben in der Pflege, wenn man in der Pflege schafft, ist das der Alltag. Gehört dazu. So. Ja, genau. Mhm. Warte mal schauen. So, wir sehen da alle die, die, wir schon, die du schon beantwortet hast. Wir gehen mal noch zu, was machen wir im UK? Im UK? Ich bin da gerade in einem UK-Raum drin. Genau, überbetriebliche Kurse übrigens heisst das. Ja, genau. Man tut alles so ein bisschen, man schaut es meistens zuerst in der Schule an. Zum Beispiel ein Verbandswechsel, Wunden. Schaut man zuerst in der Schule an, nachher kommt man im UK. Kann das praktisch an den anderen Mitlernenden wie üben. Und nachher darf man das wie selbstständig im Betrieb ausführen. Also es sind eigentlich einfach alles praktisch machen, bevor man es dann wirklich, einfach um das so ein bisschen sicher werden. Ja. Mhm. Gut. Und? Hast du den theoretischen oder praktischen Unterricht lieber? Den praktischen. Okay. Dann hat es noch eine Frage. Ich muss die ein bisschen suchen. Aber ich kann dir sie auch einfach stellen. Was für Fächer aus der Sek sind dann wichtig, um nachher die VG zu machen? Bio. Das ist wichtig. Man sollte schon ein bisschen. Also gibt es ein Fach, weißt du, zum Beispiel ist Mathe wichtig oder ist Deutsch wichtig? Ach so, oder? Ja, Deutsch würde ich noch sagen, weil das habe ich vorher ein bisschen vergessen. Aber Deutsch haben wir auch in der Berufsschule. So ein bisschen Mathe, vielleicht ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein mega grosses Thema. Es ist einfach so, bei verschiedenen, zum Beispiel beim haben so ein Trinkprotokoll, einfach damit man so ein bisschen Plus-Minus-Sachen rechnen kann. Aber es ist nicht kompliziert. Okay. Gut, also wartet mal. Ich habe wieder eine gefunden. Genau, die Frage muss auch jedes Mal noch kommen. Wie viel kommt man im ersten, wahrscheinlich auch gerade im zweiten und im dritten Lehrjahr über? Also im ersten Lehrjahr bekommt man Plus-Minus 800 Franken, im zweiten
plus minus 1000 Franken und im dritten dann plus minus 1400. Okay, super. Genau, jetzt irgendwie sieht es aus, als wären mega viele Fragen noch reingekommen, aber ich sehe sie nicht so. Es ist dann noch die Frage, ist denn das ein guter Lohn, den du da jetzt aufgezählt hast? Ja, mal. Also für mich, für jemanden, der gerade 16 ist, gerade so ein bisschen den ersten Lohn bekommt, ist es eigentlich ein super Lohn, würde ich sagen. Okay. Wenn man da daheim wohnt und so zieht. Ja. Genau. Jetzt etwas, was wir wirklich ausgeklammert haben, ist, wie war denn das eigentlich gewesen, so ganz am Anfang, wo du gewechselt hast von der SEC direkt in die Lehre? Also ich muss sagen, es war eine mega Umstellung gewesen. Es war auch so ein bisschen, ja, ein bisschen wie ins kalte Wasser gerührt zu werden, wenn man das so sagen kann, ja. Für mich am Anfang, es war mega anstrengend gewesen. Es war voll der Wechsel gewesen, eben Unterricht in der Schule und auf einmal kommt man dort rein, in einen neuen Beruf mit erwachsenen Leuten. Hat nicht viele, die so alt sind wie ich. Oder so dort. Jung. So jung sind ich. Ja, aber ich habe mich daran gewöhnt, ich mache es gerne so. Es ist, ja, eben am Anfang war es anstrengend, ich bin mega müde nach Hause gekommen. Aber mit der Zeit wird es cool. Also einfach ein bisschen durchhalten. Ja, genau, durchhalten. Genau, jetzt, ich gumpe nochmal. Weil das ist einmal noch eine Frage, die noch nicht gekommen ist. Hast du von Anfang an die Eltern pflegen oder hast du einmal daran gedacht, Kind oder so zu betreuen? Klar habe ich auch schon daran gedacht, Kind zu betreuen. Also so ein bisschen Kind zu pflegen, dies, das. Aber ich glaube, ich mache alles gerne. Also wir haben auch in der Spitex, wir haben jetzt kein Kind bei uns, aber wir haben auch junges Klientel, 20, 25, 30, auch Mamis mit Babys und so Zeugs. Also wir haben so ein bisschen alles durchmischt. Okay. Aber man muss schon fast gerne auch ein bisschen ältere Leute haben. Ja. Zwischendurch, oder? Klar. Oh, jetzt schau mal. Jetzt wirst du mal noch ein bisschen herausgefordert. Hast du schon mal einen grossen Fehler gemacht? Ich würde sagen, nein, wenn du so lange überlegst, das ist doch super gut. Genau, und man wird ja auch betreut und vielleicht auch ein bisschen vor Fehlern bewahrt. Ja, genau. Genau, jetzt, weil wir jetzt schon eine Weile am Reden sind, habe ich gedacht, nein, es hat nochmal so eine gute Frage, die bringe ich dir noch. Und nachher kommen wir dann zu den anderen, die ich da aufgespart habe. Genau. Wie schafft man die Balance zwischen Lehre, Freund, Freizeit und Lernen? Ich glaube, man muss sich einfach so ein Zeitmanagement machen, wenn ich das so sagen kann. Und vor allem ganz wichtig, was ich am Anfang noch nicht so gecheckt habe, dass ich mich vom Arbeiten und von meinem Privatleben voll distanzieren muss. Wenn ich vom Arbeiten rauslaufe, dann bin ich nicht mehr am Arbeiten, dann bin ich in meiner Freizeit. Nachher mache ich Sachen, die ich gerne mache, ja, eben mit Freundinnen und Freunden rauszugehen. Und lernen, man muss sich halt wirklich auch amigs einfach Zeit nehmen und sagen, hey, immer los, du lernst jetzt das und das, bald hast du eine Prüfung. Ja. Also am Anfang ist mir das noch nicht so gelungen, aber ich denke, mit der Zeit bekommt man das schon ein bisschen in den Griff. Hilft das dann auch, dass du jetzt mit dem Kittel arbeiten gehst, den du hast? Und wenn du die Emma, die private Emma bist, dann bist du in deinen Kleidern? Wir gehen mit unseren eigenen Kleidern wie arbeiten. Einfach, wenn man dann bei den Kunden ist, hat man dann die coole Schürze an. Ja. Aber ja, es geht, weil ich habe eigentlich so ein bisschen spezifisch Kleider dafür, wo ich weiss, okay, ich lege die zum Arbeiten, sind genug warm, die können mal dreckig werden, ist nicht so schlimm. Und Sachen, die ich privat anlege. Also ja. Okay. Super. Jetzt. Genau. Kommen wir nämlich zu dem, wo auch Zuschauer im Moment wahrscheinlich noch besonders interessiert.
Wie findet man einen guten Lehrbetrieb? Ja, gute Frage. Aber ich habe jetzt mega Glück gehabt bei der Spitex, weil ich werde super betreut von meiner Berufsbildnerin, von der Berufsverantwortlichen, wirklich. Meine Berufsbildnerin schaut auch immer auf mich. Also ich habe immer so eine Ansprechperson und sie tut auch eben meinen Tagesplan machen, nicht, dass sie mich irgendwie überfordern. Wir schauen das auch zusammen an und so Zeugs. Ja, ich weiss nicht, ich kann eigentlich darauf nicht so eine konkrete Antwort geben. Nicht eine allgemeingültige Antwort, ja, genau. Sondern du hast jetzt einfach einen guten Lehrbetrieb, ja, genau, gefunden. Okay. Ich habe Glück gehabt. Genau. Ich gebe euch nachher dann noch ein paar Internetadressen und natürlich auch die Adresse von der Spitex. Dann habt ihr schon mal die Adresse von einem guten Lehrbetrieb. Ja, genau. Aber dir erlösen wir jetzt gerade die Antwort. Ich würde sagen, weil wir jetzt schon wirklich ein Weile miteinander reden, überlasse ich dir sozusagen jetzt noch, es sind gerade drei Fragen gekommen, wenn ich das sage, mal schauen, ob eine dabei ist, die unbedingt noch rein muss. Hast du lange gebraucht, bis du deine Lehrstelle gefunden hast? Ja, man darf sich kein Beispiel an mir nehmen, weil ich habe das am Anfang mega easy genommen. Ja, schick mal eine Bewerbung dort ab. Gut ist, Bewerbungsgespräche eingeladen worden, nicht angenommen worden und nachher habe ich gemerkt, oh, okay, es wird knapp. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe 4, 5 Bewerbungen geschickt. Ich habe auch schon so wie einen Plan gehabt, okay, ich gehe jetzt ins 10. Aber dann hat das Januar, Februar geklappt mit der Spitex. Bin ich auch mega froh gewesen, aber eben, ich darf sich kein Beispiel an mir nehmen. Also dein Tipp wäre, frühzeitig anfangen und Beikarten setzen. Ja, genau, frühzeitig anfangen, viele Bewerbungen schreiben, aber nicht irgendwelche, keine so flutterige Bewerbungen, sondern wirklich jede Bewerbung anschauen und mit einem guten Gefühl abschicken. Super. Ist schon fast so ein schönes Schlusswort gewesen. Hast du jetzt noch so ein zum Schluss etwas zu sagen, wo du findest, hey, das möchte ich jetzt unbedingt, dass ihr das noch hört? Ja, nein. Nein? Also ich meine, du hast uns jetzt eine halbe Stunde mega viel gesagt. Von dem her würde ich sagen, ist das, ja, kann man nicht immer noch mehr erzählen. Ja. Genau. Also in dem Sinn würde ich sagen, wir verabschieden dich jetzt langsam. Ja. Danke viel mal für deine Ausführungen, für deine Offenheit, für alles, was du uns erzählt hast und auch für deine Begeisterung. Und ich wünsche dir ganz einen schönen Feierabend. Danke gleichfalls. Tschüss, hey, Emma. Tschüss zusammen. Ciao. Genau, und für euch gibt es jetzt gerade noch mal ein paar Adressen. Nämlich, wie gesagt, zuerst Spitex. Nein. Ja, genau. Die Arbeitgeberin von der Emma, die auf der Homepage auch ganz gute Informationen hat zu Lehrstellen, auch Infoveranstaltungen macht, im Moment halt online, auch Einblickstage, wenn es dann wieder möglich ist. Also könnt ihr immer wieder mal drauf schauen. Und eben auch auf pulsberufe.ch/gesundheitsberufe und berufswahl.zh.ch findet ihr ganz viele Informationen, auch die offenen Lehrstellen zum Beispiel, auf Berufswahl und ihr könnt jederzeit euren Berufsberater im BITS oder im Schulhaus fragen, wenn ihr noch Fragen habt. Schaut auch die anderen Videos nochmal. Auch die Fragen, die nicht beantwortet worden sind, sind vielleicht bei jemand anderem schon mal beantwortet worden. Und sonst könnt ihr morgen noch einschalten beim Emil, der im Spital arbeitet. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen.